Willkommen zu unserem wiederaufgenommenen Format Anime Release. Ich bin Jojo und gebe euch die aktuellen Veröffentlichungstermine des Monats Oktober. Zuerst stelle ich euch die Releases des Studios KSM vor. KSM liegt erstmal ordentlich mit dem Anime Blood Blockade Battlefront Volume 1 bis 3 vor, welchen sie am 17.10. für 95,99 auf DVD und Blu-ray veröffentlichen. Comedy- und Actionfreunde sollten sich diesen Anime vielleicht etwas näher anschauen. Der nächste Release, wieder aus dem Hause KSM, sollte alle ansprechen, die beim letzten Release von Hunter x Hunter nicht vollständig auf ihre Kosten gekommen sind. Ab dem 17.10. wird nämlich der Film Hunter x Hunter The Last Mission auf DVD und Blu-ray erscheinen, wobei es für den DVD-Release zwei verschiedene Versionen geben wird. Einmal die 1-Disc Edition für 22,99 € und dann die 2-Disc Edition für 35,99 €. Auf Blu-ray kostet der ganze Spaß nur 24,99 €. Auch Shonen Jump wird hier nicht ausgelassen, denn KSM bringt ab dem 17.10. Gintama The Movie One nach Deutschland. Hier bleiben die Kosten für Blu-ray und DVD exakt bei 24,99 €. Und KSM bringt diesen Monat auch etwas für alle Naruto Shippuden-Fans, denn Naruto Shippuden, die Erben des Willen des Feuers, oder auch kurz The Movie 3, released ab dem 17.10. auf Blu-ray für 24,99 € und auf DVD für 22,99 €. Natürlich kommen auch Tsubasa-Kicker-Fans in diesem Monat auf ihre Kosten, denn die Gesamtedition wird am 17.10. von KSM veröffentlicht. Diese Edition ist nur auf DVD zu erhalten und kostet 57,99 €. Aber nicht nur KSM bringt uns diesen Monat Anime-Freude. Selbstverständlich mischt auch Kaze diesen Monat mit und released ab dem 28.10. jeweils das One Piece TV Special Episode of Nebulandia auf Blu-ray und DVD für 29,99 €. Aber auch an die Fans des Animes Attack on Titan wurde gedacht und somit kommt diesen Monat das erste Volume von Attack on Titan in die Läden und wird für 46,99 € auf Blu-ray und für 41,99 € auf DVD verkauft. Und nun zum nächsten Studio, denn Peppermint Anime bietet mit dem Film Anthem of the Heart eine niedliche Romanze mit Herz. Erhältlich ist der Film ab dem 28.10. auf DVD für 19,99 € und auf Blu-ray für 23,99 €. Zu guter Letzt bringt uns Animoon das erste Volume des Animes Yosuga no Sora, wer auf Wincest IRO-G steht. Mit etwas Romanze kann bei einem Preis von 32,99 € auf DVD und 33,28 € auf Blu-ray herzhaft zugreifen. Perversling. Und das war's mit der Oktoberausgabe von Anime Release. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns im nächsten Video. Auf Wiederhören!